Ich bin ja dem Chaos einer übervölkerten Welt und der Großstädte, wie sie heute sind, mit dem Fernverkehr, bin ich entflohen, nicht wahr? Und habe hier mein Asyl gefunden. Das ist ja auch mein Grundsatz gewesen bei all meinen Filmen und bei meinen Vorträgen. All die Menschen, die nun bei uns in Europa oder sonst wo im grauen Alltag dahin leben müssen, zu entführen aus diesem grauen Alltag in diese herrliche, lockende Welt, in diese fremde, ursprüngliche Welt, um das mitzuerleben. Ich heute noch mein Onkel George, der war, wie er zu Pferd gesessen ist vor seiner Kompanie, mit seinem Helm und die Sträußchen überall dran. Und dann die Soldaten haben in ihren Gewehren überall Blumen drin gehabt. Und dann wurde das Lied gesungen: Siegreich wollen wir Frankreich schlagen, sterben als ein tapferer Held. Ja, wir haben das natürlich dann verfolgt und haben natürlich, standen eigentlich alle auf Seiten Hitlers, dass er es gewagt hat, also gegen diese Kerle da aufzumucken und so weiter, um Deutschland nicht den Bolschewismus Bayern nicht den Bolschewismus anzuliefern. Ich war noch an der Ruprecht-Oberrealschule, da hatten wir einen Geschichtsprofessor, einen Jungen. Der hat zu uns gesagt, ich will für keine Partei Propaganda machen, aber wenn Sie einen wirklich guten Redner hören wollen, hören Sie sich im Zirkus Krone mal diesen Hitler an. Wir waren ausgesprochene Vagabunden. Also ich, darum habe ich das Buch Bergvagabunden geschrieben. Wir sind im Radl gefahren, weil wir kein Geld hatten, mit der Eisenbahn zu fahren. Wir haben alles mit dem Radl erstrampelt. Das war ein unerhörtes Training. Jeden Tag 30 Liegestütze auf die Fingerspitzen. 30 Klimmzüge am Türrahmen. Auch jeden Tag. Dann Waldläufe und dann war das wusste man auswendig, wenn man sagt, und lasst mir die Finger von den Weibern. Verfällt im Klettern. Bis heute zählt er zu den größten Bergsteigern seiner Zeit, der die Technik des Eiskletterns zu einer damals noch unvorstellbaren Perfektion brachte. Es ging damals um diese Zeit, war der Kampf um die letzten großen Nordwände. Da habe ich zum ersten Mal diese Eiskamine geklettert, einfach wie im Felsen habe ich das Eis betrachtet. Und das war damals das Wettrennen um die letzten Nordwandprobleme, die Grand Jorasse, die Meiche und so weiter. Und dann waren so und so viel abgestürzt in der Otto-Nordwand und auch an der Königspitzwand. Und wer die gemacht hat, der war natürlich Nummer eins. Aber das war bergsteigerisch der Höhepunkt, weil ja auch der Eindruck der Leute, die abgestürzt waren, nicht wahr? Wenn man, das hat einem auch bedrückt. Nicht wahr? Ist klar, wenn da die Eislawinen und die Steinlawinen runtergegangen sind, da haben die natürlich tot. Und das war bei mir, bei allen meinen Wänden habe ich vorher genau ein oder zwei Tage studiert. Das Ganze, den Berg studiert, nicht wahr? Den Gegner studiert. Nicht wahr? Bis man ihn anpackt. Meine anderen Kameraden, die haben gesagt, du spinnst, du bist ja verrückt, nicht wahr? Die Ortler-Notwand, die geht nicht und so weiter. Und da haben wir es ihm gemacht. Und dann war das natürlich eine Sensation. Die Leni Riefenstahl war für uns damals schon als Bergsteiger diese Superfrau. Jeder hat sich als Bergkameradin eine solche Frau gewünscht, die also so toll klettert, so toll mit dem Seil umgehen kann, die also auf der Hütte zur Pfunde kocht und ist gut Ski gelaufen. Man muss sich vorstellen, als Berliner Kindl, sie hat sie erst lernen müssen, wie sie das gemacht hat, verkörpert hat, also in diesen Filmen. Mann, sind Sie der Bergsteiger? Ja, sage ich, das bin ich. Haben Sie Lust, mit mir nach Grönland zu gehen? Sage ich, nach Grönland, ja. Ich wäre zwar lieber in den Himalaya gegangen, aber Grönland ist auch nicht schlecht, habe ich gesagt. Ich war als Eisspezialist, um schwimmende Eisberge filmzahm zu machen. So hat sich
der Funk ausgedrückt. Aber ich kann Ihnen auch eine Filmkamera, wenn Sie es interessiert, zur Verfügung stellen. Aber ich werde es Ihnen extra sagen immer. Und der Funk hat sofort an meinen Fotos gesehen, dass ich irgendeinen besonderen Bildblick hatte und hat sich gedacht, den Kerl bilde ich mir aus. Also weg vom Atelier natürlich, alles original. Nicht wahr? Das war damals der Drang schon im Film, auch in Hollywood. Das Drehbuch ist natürlich verrückt. Das nun auf Filmband zu zaubern, ist wahnsinnig schwer. Ein Eisbär steht auf der Spitze eines Eisbergs und schaut hin in die Ferne, unter ihm spielt das Junge. Aber wir haben es geschafft. Diese Aufnahme habe ich gemacht mit der Handkamera. Mit dem Sepp Rüst zusammen. Der Angst und der Schneeberger, die haben von Land aus das wohl gefilmt, weil es sehr schwierig war, damals schon wilde Eisbären in freier Wildbahn zu erwischen, haben wir von Hagenbeck zwei Eisbären mitgenommen. Und die Eisbären, die waren nicht etwa dressierte Zirkuseisbären, die waren wild, nicht wahr? Der Holzbohrer hat nun getroffen, aber der andere Eisbär hat nun den Mann da drum gesehen, hat gemacht, hahu, 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 und war auf diesem Postament dort und wollte sich den Holzbohrer schnappen. Und der Holzbohrer hat einen Schrei ausgestoßen, ist runtergesprungen ins Wasser und der Bär hinter ihm nach. Und in letzter Minute hat der Udek den Bären erschossen. Dann die Gefahren allein auf den Eisbergen, auf den Schwimmenden, die ich ja nun miterlebt habe, wenn die Eiswände abstürzen und man fällt ins Wasser, man sinkt immer wieder tiefer, tiefer, tiefer und man sagt sich, wie lange halte ich das noch aus ohne Luft und dann kommt ein Eisblock daher und ich habe mich hingeklammert und der hat mich wieder hinaufgezogen zum Leben. Ich wusste, der Fjord ist 1800 Meter tief. Ich habe dir zugesehen, wie du die Fallboote ausprobiert hast. Das ist ja großartig, wie du das machst. Und sie ist leichtfüßig voraus. Ich habe also ihre Haxen gesehen. Ich denke mir, Mensch, die Frau ist gebaut und so weiter. Dann, wie wir draußen waren, in Deckung von schwimmenden Eisbergen, habe ich gesagt, so, du darfst das Paddel nicht ziehen, sondern du musst stoßen. Und der Körper muss sich also verwinden. Wir haben also, die erste Verführung fand im Fallboot statt. Und das war ja kentersicher und so weiter. No, sie hat eine großartige Ausstrahlung gehabt. Dann die Augen vor allem. Ihre Augen waren, sie schreibt zwar, dass sie in meine Augen verliebt war, aber in Wirklichkeit war es bei mir genauso. Wahrheitsgemäß schildern. Und dann haben wir uns erst wieder gesehen in der Schweiz. Da hatte die Leni allerdings schon mit dem Schweizer Skimeister Walter Prager angebandelt gehabt. Sie war schon in Davos gewesen, hat an der Passen gefahren und so weiter. Und das hat mich zunächst ein bisschen gestört, aber ich habe mir gesagt, mir ist das egal. Ich werden wir schon sehen. Die Leni hatte ein tolles Appartement in diesem Hotel. Und wir waren also zu dritt splitternackt in dem Badebecken und haben da rumgetobt und haben Wasserball gespielt mit einem großen Badeschwamm und so weiter. Auf einmal kommt Telefonanruf. Und ich gehe also in den Apparat und habe hier gesagt und habe mich gemeldet, Sekretariat Riefenstahl. Und da war Berlin am Apparat. Und ich habe hier runtergeschrien ins Badebecken, Berlin ist am Apparat. Und war Hermann Göring am Apparat. Er wollte die Riefenstahl sprechen. Sag ich, ja, das ist etwas schwierig, habe ich gesagt, jetzt die Leni also raus aus dem Ding und hat geschwind sich ein bisschen abfrontiert und setzt sich mit dem Po auf diesen Tisch, hat den Hörer genommen und hat also mit dem Hermann Göring gesprochen. Ja, Hermann, und der Hermann hat gesagt, hast du schon gehört? Ja, ich habe gehört, der Führer hat also gewonnen, das ist ja großartig und so weiter. Ja, der Führer hat mich beauftragt, dich anzurufen, dass die Filmpläne, die er hat mit dir, dass es dabei bleibt und der Führer lässt dich recht schön grüßen und so weiter und. Also, eingehängt und die Leni gejubelt, also der Führer hat gewonnen.